Moin und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 18. Mauboy, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute holen wir uns als erstes erstmal die Bonis ab. Ich kann mir einen Gold-Nationalspieler holen. Mal gucken, wer es sein wird. 3 Bonuspunkte kriegen wir auch noch dafür. Für unsere Weltpunkte. Wir kriegen Ole Christian Selnäs aus Norwegen. Alles klar. Habe ich mir definitiv gewünscht, Kappa. So, können wir denn noch ein paar Spieler trainieren? Ich denke mal, ich werde wieder 1, 2 dieser Packs öffnen. Jetzt bin ich falsch raufgegangen hier, mein Nationalteam. Und es tut mir auch leid, Leute, dass es in letzter Zeit wenige Streams gibt. Ihr wisst ja, oder ihr feiert ja die FIFA Mauboy Streams, macht mir auch immer jedes Mal Spaß. Aber, Leute, ohne Witz, ich mache die Videos fertig und gucke dann halt WM. Und das halt jetzt schon seit WM Anfang. Es ist quasi immer das gleiche. Ich mache die Videos fertig und guck WM. Guck WM. Das ist einfach, Leute, bestes Feeling, Leute. Jeden Tag Fußball zu gucken, könnte jeden Tag so sein. Könnte echt jeden Tag so sein. Ich feiere es halt abnormal. Und wenn WM ist, dann, Leute, ich weiß nicht, wann ich streamen soll. Jeden Tag ist halt, von Spiel zu Spiel ist halt nur eine Stunde Abstand. Und Samstag hätte ich eigentlich so vielleicht den Stream gemacht, aber Samstag bin ich halt auch nicht da. Ich bin Samstag auf der U in Berlin. Wer auch auf der U-Messe ist und mich dort sieht, kann mich gerne ansprechen. Ich beiße nicht wie Luis Suarez. Kappa, Leute, nicht Kappa. Uruguay, Saudi-Arabien gucke ich gerade hier nebenbei noch. 86. Minute, 1-0 steht's für Uruguay. Und ich habe gerade Suarez gesehen. Das hat sogar gepasst, ne? Genau, Leute. Also, wer Samstag auch in Berlin ist, kann da. Und auf der U-Messe ist, ich bin halt auch dort am Start. Das ist mein aktuelles Team. Wir kriegen durch den WC-Modus, World Cup-Modus, Stufe 4, auch hier hinten Mats Hummels. Das heißt, wir haben den nächsten geilen Innenverteidiger. Und wir können hier irgendwie spielen. Obwohl ich dafür eine 90er... Ich glaube, die Stufen wurden... Nee, 95, die wurden etwas runtergemacht, weil für diese Stufe 5 brauchte man eigentlich 100 und jetzt braucht man nur noch 95, nur noch, in Anführungsstrichen. Genau, aber darum geht es ja heute nicht, sondern ich wollte erstmal gucken, ob wir einen Spieler trainieren können. Und was ich noch sagen wollte, vielleicht habt ihr Lust, dass ich Sonntag streame, Sonntagvormittag. Weil um 14 Uhr, schaue ich auf meinen schlauen Zettel, um 14 Uhr spielt, glaube ich, England, Panama? Sonntag genau 14 Uhr. Habt ihr Lust, wenn ich den Sonntag vielleicht gegen Mittag rum, 11, 12 Uhr, streame? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Japan, Senegal ist auch spannend. Also die ganze Gruppe H ist spannend. Und abends dann halt noch Polen, Kolumbien am Sonntag. Und natürlich Samstag, Leute. Ich bin guter Dinger, dass wir es noch schaffen. Also ich denke, dass wir da gegen Schweden 2-0 gewinnen werden und gegen Südkorea dann auch nochmal 2-0. Und dann sind wir durch. Ob wir jetzt auf dem ersten Platz stehen oder auf dem zweiten Platz, ist ja erstmal egal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal weiterkommen. Das sollte der das geringste Ziel sein, sage ich mal. Ne? So, jetzt aber wirklich mal hier um FIFA Mauboy ein bisschen kümmern. Hier habe ich nix. Alles Klärchen. Für Gomez habe ich nix. Serge Gnabry. Der ist enorm wichtig in meinem Team, weil der kann den Rainbow. Der kann den Rainbow einsetzen, der Serge Gnabry. Ich könnte es auch so machen. Dann habe ich Draxler im ZOM. Achso, nee, dann ist ja... Ach, ah, ja, ja. Demi-Bai hat halt Skill-Boost, also kann ich das da leider doch nicht machen. Und ich habe anscheinend keine Erfahrungspunkte hier. Mann. So, zack, zack, zack. Wir werden auf jeden Fall gleich Versus Angriff spielen, da ist ja in der gestrigen Folge. Link dazu unten in der Videobeschreibung zur gestrigen Folge. Da habe ich halt nichts gespielt, ich habe nur Packs geöffnet. Also, da könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt. Hier ein Gratis-Pack, stimmt. Ich vergesse immer das Gratis-Pack irgendwie. 2 Objekte sind da drin, ist gar nicht so verkehrt. 10.000 Erfahrungspunkte, jawohl. Und ein World Cup Modi Punkt hier, World Cup Phase Punkt, alles klar. Ist eigentlich schon die zweite Phase da? Kann ich da schon schauen, welchen Spieler es gibt? Das müssen wir auch noch spielen gleich. Hier Gruppe F. Ab wann? Ab den 20.06., also ab heute, also ab 21 Uhr. Ja, nice. Ab 21 Uhr sehen wir dann, welche. Und die Skillboost kann ich mir holen. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Oder ich spare jetzt meine Punkte. Nee, ich spare sie erstmal, weil heute Abend um 21 Uhr aktualisiert sich ja das Ganze. Und dann sehen wir, welche Spieler man da bekommen kann. Jawolski.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wir gehen auf Shop. Ich wollte hier nochmal ein, zwei Packs von diesen Packs ziehen, die ich gestern schon geöffnet habe. Wo sind denn die? Hier, kleines Spielerpack. Vielleicht haben wir heute Glück und ziehen einen Meisterspieler. Kann sein, muss aber nicht sein. Steven Vitoria, Waterspoon und Gerhard. Das war mal das beste Pack aller Zeiten. 71, 71, 72. Komm, ich hau nochmal eins raus. Ich hau nochmal eins raus. Akpi. Ferguson und Serge Gnabry 79, kurz vor Elite. Komm, eins mache ich noch, Leute, aber wirklich nur noch eins. Nur noch eins. Pogognoli, Bellarabi, jawoll, und Diallo, schön, ein Elite-Spieler, wenigstens ein Elite-Spieler im Pack hier, und Karim Bellarabi, den ich auch noch nicht habe. Boah, den hatte ich schon mal gezogen, aber den brauche ich eh nicht, weil ich im rechten Mittelfeld Özil habe. Aber wir können jetzt hier beispielsweise in dem hier bei, schaffen wir das, den zu trainieren? Ich denke nicht, nee, fehlt aber nicht mehr viel. Keine Ahnung, ich könnte auch den anderen Spieler hier nehmen. Komm, ich nehme einfach mal ein paar hier. Aber das kriegen wir auch nicht hin, nee, nee, Leute, das ist zu viel. 10.000, naja, das kriegen wir leider nicht hin, aber jetzt fehlen halt nur noch 10.000 Erfahrungspunkte, um den hierbei auf 85 zu bringen. Genau, weitere Packs werde ich jetzt nicht öffnen. Ich werde jetzt reingehen in Versus Angriff und ich denke, dass ich drei Spiele machen werde. Und ab 50 Siegen bekommt man auch den neuen Versus Angriff Pass. Es gibt ja, ist ja jetzt in Season 4 gegangen. Leider habe ich total verplant, Versus Angriff im normalen Modus weiterzuspielen und habe da nur, war da nur Weltklasse oder so. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, nur einen 82er Antonio Rüdiger bekommen. Also, ich hätte da mehr spielen sollen. Aber dann kam halt der WM-Modus und dann habe ich eigentlich gar nicht mehr den normalen gespielt. Ja, ist halt so, ne? Bitter gelaufen, aber egal. Wir gehen jetzt hier rein gegen Dominik. Und Dominik hat sich hier England freigeschaltet oder gleich England als erste Nation genommen. Ich denke eher, dass er England freigeschaltet hat. Dominik hört sich auf jeden Fall so an. So, komm. Gomez, Mario Gomez, 1-1. Leute, habt ihr dieses Video gesehen? Das fand ich so lustig. Dieses Video mit dem Mexikaner, der über das Spiel gelacht hat von der deutschen Nationalmannschaft. Natürlich war das Fake. Das hat nur jemand so geschrieben, den Text da unten, aber irgendwie hatte derjenige mit dem Text ein bisschen recht, ne? Aber kann man im Nachhinein jetzt auch sagen, ob es im Nachhinein mit Petersen besser geliefen wäre oder von Beginn an Reus, ob das besser gewesen wäre, ne? Kann man nicht so immer sagen. Es war einfach allgemein von allen Spielern schlechte Körpersprache und ich hoffe und ich weiß, dass es Samstag besser laufen wird, Leute. Ich bin mir einfach zu 100% sicher. Und ihr müsst euch auch sicher sein und nicht immer sagen, Deutschland ist schlecht, Deutschland fliegt raus, Deutschland ist scheiße, Deutschland bla 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 bla. Leute, wir müssen einfach mal optimistisch sein, optimistisch nach vorne schauen, abhaken, es war ein schlechtes Spiel, ja, aber ich denke nicht, dass wir jetzt gegen Schweden wieder so grauenvoll spielen werden. Also, ich denke, das war wirklich der ultimative letzte, ja, Wachrüttler. Rüttler, was sagt man? Rüttler, keine Ahnung. Sie sind geistig behindert. So, das erste Spiel gewinnen wir mit 7-5. Und natürlich gehen wir gleich rein ins zweite Spielchen hier. Wir kriegen sogar einen Spieler, McLaughlin aus Nordirland war das. So, zweites Spielchen. Ich weiß nicht, machen wir noch ein drittes oder? Ja, wenn ich auf jeden Fall jetzt das Spiel verliere, dann safe ein drittes Spiel. Wenn ich jetzt gewinnen sollte, überlege ich mir, ob ich noch ein Spiel mache. So, schauen wir erstmal das gegnerische Team an. 86, Coutinho, Oscar, Marquinhos, starkes Team hier, Brasilianer. Brasilianisches Nationalteam, ist ja klar, man kann ja hier leider nicht verschiedene, sage ich mal, Spieler von Nationen in ein Team machen. Finde ich ganz interessant, das Ganze so mal zu machen von EA. Aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, einen Gomez und einen Ronaldo vorne zu haben. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Halt wie im normalen Modus. Und ich habe schon wieder Pech und knall den Ball voll an die Latte, ey. Ich fasse es nicht. Komm, Özil. Zeig mal den Hatern, dass du Tore machen kannst. 1-1, zack. Und wieder Özil. Mesut Özil. Der Gegner, der Keeper ist dran. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Komm, Droxler.
Droxler macht das 2:1. Ja, nice. Dem hierbei runter. Ja, nicht so weit runter, aber auf Gomez geht auch, weil der ist ein Meisterspieler, der kann eigentlich schießen. Hier zeigt das leider nicht. Und Özil wieder. Mesut Özil, jawohl, der ist gut, der geht rein. Das ist das 3:1. Hat sich gereimt, ne? Der ist gut, der geht rein. 3:1. Ja, aber nur ein Minimal hat sich das gereimt. Aber trotzdem stark, einfach stark. Komm, 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 Draxler. In die Mitte. Demirbay, ich muss auf jeden Fall noch ein Tor machen. Sonst ist das hier nicht safe. Und das ist nicht das Tor. Und der Gegner hat Ballverlust. Komm, Eckball muss rein. Dann ist das Ding hier safe. Und die Ecke geht rein. 4:2. Ich glaube, das war der lange Hühne Niklas Süle. Ja, Wolski. Wir gewinnen auch das zweite Spielchen. Und wir bekommen wieder einen Spieler. Nelson Oliveira. Hat das EA jetzt auch geupgradet oder geupdatet? Ne, man hat immer noch die Chance, aber zweimal hier gespielt und zwei Spiele bekommen, das hatte ich ja selten, Leute. Das hatte ich ja echt selten, das war's auch von der heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und lasst ein Abo da, falls ihr noch nicht Abonnent sein solltet hier auf meinem Kanal. Und schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, soll ich Sonntag früh streamen? So ab 10, 11, 12 Uhr, schreibt's wirklich mal unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren, weil, Leute, wir sind alle im WM-Hype. Ich habe bis jetzt jedes WM-Spiel geschaut, außer... deutsche Gruppe, da war ich leider nicht zu Hause. Schweden gegen Südkorea, das war Montag, genau. Da war ich erst um 15 Uhr zu Hause und hab dann halt die zweite Halbzeit erst so ein bisschen verfolgt. Also leider, das ist das einzige Spiel, was ich nicht so wirklich verfolgt habe, Schweden gegen Südkorea. Aber alle anderen Spiele habe ich gesehen. Ja, also am besten fand ich echt Spanien-Portugal. Das hat so Laune gemacht, da zuzusehen. Alleine natürlich wegen der Ronaldo-Show ist ja klar, 3 Tore einfach gemacht und heute auch schon wieder ein Tor gemacht. Also Ronaldo ist on fire in dieser WM, bei dieser WM. Ich bin raus an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like, lasst ein Abo da, bla 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 bla. Und rein und tschüssi.